Ihr schreibt mir total oft, ihr fotografiert gerne, aber ihr kommt nicht dazu. Das Thema kenne ich nur zu gut. Ich war ja früher in meinem Büro und ja, dann geht der Tag rum und abends kommt man heim und das war's dann mit Fotosession. Heute aber bin ich mal wieder nachts draußen. Und da möchte ich euch einfach auch mal mitnehmen, um zu zeigen, dass es nachts auch möglich ist, Fotos zu machen. In der Nacht lernt man seine Kamera genauso gut kennen wie am Tag und man kann echt auch außergewöhnliche Fotos machen. Die sind halt dunkel, ne? Ist ja nachts. Aber die Fotos schauen doch echt cool aus und ich bin jetzt hier gerade in München und suche mir irgendwelche Fotospots raus, die tagsüber vielleicht gar nicht fotografiert werden oder eben nur tagsüber fotografiert werden. Und so hat man dann doch ein besonderes Bild, welches man nach Hause bringt. Also hoffe ich mir zumindest. Jetzt laufe ich hier mal die Isar entlang Richtung Deutsches Museum und schaue da mal, dass ich irgendwas mit Lichtern und mit Wasser einfange. Das ist heute der Plan. Dann geht es noch weiter. Ich muss einfach mal gucken, was so kommt, ja, was cool aussieht in der Nacht. Ich versuche wirklich mit Spiegelungen und Lichtern zu arbeiten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und dann sage ich bis gleich. In der Mitte von der Isar habe ich diese Kiesbank hier gefunden und habe jetzt von dieser Kiesbank einen schönen Blick auf die Maximiliansbrücke. Ja, und das gilt es jetzt hier aufzunehmen. Das Ganze mache ich jetzt auch mit einem Funkfernauslöser, weil ich mit einer sehr hohen Blendzahl fotografieren möchte. Und das hat den Grund, oben auf der Brücke sind schöne Laternen angebracht. Und die möchte ich eben mit diesen Blendsternen einfangen und es geht nur, wenn ich die Blende extrem schließe, das heißt eine sehr hohe Blendenzahl wähle. Und im Dunkeln finde ich es extrem schwierig, die Kamera richtig auszurichten. Da braucht es meistens einen Testshot dafür. Der nächste wichtige Schritt ist das manuelle Anfokussieren. Das mache ich hier, Fokus ist im Manuell. Genau. Jetzt schaue ich mir mal die Brückenpfeile an und gehe da mit der Displaylupe schön nah ran. Und ziehe den Fokus scharf. Bam. Das sieht man ganz gut. Der Schritt ist gemacht. Die Stativstabilisierung, die Sensorstabilisierung ist aus. Auslöseverzögerung, da habe ich jetzt auch dran gedacht, die 2 Sekunden zu wählen. Ja, Mai, und jetzt gehe ich halt nochmal vor Richtung Wasser. Stell die Kamera hier rein. Richte das Ding einigermaßen aus. Wo bin ich? Auf genau 35 mm, weil wenn ich jetzt weitwinkliger fotografiere, wirkt es einfach nicht so schön, das Bild. Gut, ich fotografiere jetzt auf einer 18er Blende. ISO, was nehmen wir da? 250. Ich nehme jetzt mal ISO 400 und werde so 2 Minuten lang jetzt ungefähr belichten. Und dafür bin ich jetzt hier in dem Bulb-Modus. Let's go! Die Fotografie in der Nacht verschlingt unheimlich viel Zeit, merke ich gerade. Also bis ich den Spot hier gefunden habe, bin ich hier schon ein bisschen umhergelaufen, weil ich einfach kein schönes Motiv gesehen habe. Es ist einfach dunkel, ne? Da muss man auch ein bisschen Glück haben. Aber die Fotografie hat ja auch ganz viel mit Entdecken zu tun und Erobern. Und dann bringt man meistens ein gutes Foto mit nach Hause. Heute ist ja hier Sicherheitskonferenz in München. Man hört die ganze Zeit Polizei und Krankenwagen und hier ein Helikopter kreist hier mehr oder weniger über mir. Obwohl die ganze Veranstaltung doch nur virtuell ist. Merkwürdig echt. 1,58, 59, 2 Minuten. Bam! Cool. Jetzt habe ich doch ein bisschen Ufer mit aufgenommen, sehe ich gerade, jetzt wo es hell ist. Aber ich bin mit dem Shot jetzt ganz zufrieden, er ist echt recht stimmungsvoll, es ist nicht überbelichtet, nicht unterbelichtet, kann so bleiben. Jetzt gehe ich mal weiter, die Zeit verstreicht unheimlich schnell, du. Ich bin von der Kiesbank jetzt die Isar aufwärts gelaufen, 200 Meter südlich und habe
diese St. Lukas-Kapelle jetzt hier als Motiv entdeckt und mache das jetzt dieses Foto auch wieder weitwinklig, so circa auf 35 mm. Und hier habe ich jetzt die Schwierigkeit mit der Belichtung. Ich habe jetzt nämlich schon mal ein Probefoto gemacht und ich muss mir jetzt hier entscheiden, was möchte ich richtig belichten. Das Motiv, die Kirche oder den Vordergrund. Wenn ich den Vordergrund einigermaßen richtig ausleuchte, säuft mir die Kirche komplett ab, also dann ist die weiß, weil die so extrem angestrahlt wird. So muss ich mir jetzt natürlich auf die Kirche fokussieren. Hab die jetzt auch manuell schon anfokussiert und belichte einfach nicht so lang, beziehungsweise mache das jetzt mal ja nur mit 30 Sekunden ohne Funkfernauslöser auf einer 20er Blende, wäre jetzt so mein Versuch. Und auf eine ISO 200. Ich zeige es euch mal im Display. Jetzt könnt ihr es ganz genau erkennen, was ich eingestellt habe. Die Kirche wird extremst angeleuchtet. Ich bleibe jetzt mal auf eine ISO 200, F20 wegen den Blendsternen und nur diesmal 30 Sekunden Belichtungszeit. Manuell anfokussiert habe ich sie schon. 2 Sekunden Selbstauslöser habe ich auch. Ich fotografiere im RAW-Modus, das heißt, ich entwickle die Bilder ja nachher noch. Bam, jawohl, das sieht gut aus, oder? Ja, das Wasser ist schön milchig, cool. Okay, Freunde, saugut, saugut. Das ist geil, oder? Die Ausgangssperre ist aufgehoben. Jetzt kann ich mich wieder austoben. Jetzt geht es erst richtig los. Gut, dann packe ich die Kamera mal ein. Oh, fast ausgerutscht. Was ist ein schönes Bild. Cool. 2 Fotos haben wir schon. Ich bin jetzt unterhalb von der Maximilianstraße und hier in der Unterführung stinkt so nach Pisse. Also ganz so clean ist ja München nicht. Wenn man sich jetzt auch hier die Rolltreppe anschaut, die schon jahrelang nicht mehr gelaufen, so wie es aussieht. Gott, oh Gott, was machen wir denn da? Oh ja, das könnte ein Penisfoto werden. Okay. Also das Foto mache ich jetzt mal mit dem Stativ, weil ich möchte auf einer hohen Blende fotografieren und muss da auch länger belichten. Hat einfach den Hintergrund, dass ich eigentlich alles scharf haben will. Dann wähle ich mal eine 8er oder 10er Blende und dann muss ich meine Kamera einfach stillhalten. Mehrere Sekunden und deswegen mache ich das jetzt hier zack mit dem Stativ. Und so wie es aussieht, wird es jetzt hier mein Penisfoto. So. Ich richte mal die Kamera kurz ein. Und hier achte ich jetzt darauf, dass ich hier oben die Decke nicht mit aufnehme, sondern halt einfach nur den Penis. Okay, da zoome ich ran, irgendwie auf 18 mm circa, weil ich auch links dieses Geländer da nicht mit drauf haben will. Gut, in der Waage bin ich. Mittig stehe ich auch. Und ich zeige euch mal was. Ich war jetzt zum Beispiel auf einer 11er Blende und wollte jetzt manuell scharf stellen, aber das funktioniert so nicht. Man muss eine kleinere Blende wählen, sonst sieht man den Schärfepunkt nicht. Ich zeige es euch mal. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Lesson. So, jetzt schaut mal hier, wenn ich jetzt auf einer 3er Blende bin, ne, kann ich ganz gut diese blaue Schrift hier scharf stellen. Schaut her. Zack. Jetzt weiß ich, okay, der Schärfepunkt ist genau hier. Das passt super gut. Würde ich das jetzt Ganze auf eine 11er Blende machen, würde es nicht funktionieren. Ich zeige es euch. Ich wähle jetzt mal hier eine hohe Blendenanzahl, 11 zum Beispiel. Drehe die ISO mal hoch. Gehe jetzt hier ran. Es ist hier für mich super schwer, den Schärfepunkt zu ziehen.
Ich würde sagen, hier ungefähr, aber ich kann es nicht genau sagen. Bam! Gut, ist nicht das Schönste von München, aber München hat ja auch nicht nur schöne Seiten. Es gibt da halt auch diese Unterführung und das dokumentiere ich hiermit. Ich muss echt sagen, ich mache wirklich ganz, ganz wenig Bilder, wenn ich unterwegs bin. Und nehme mir da lieber ein bisschen Zeit dafür und bin dann aber auch happy, wenn ich mir den dann daheim anschaue. So, jetzt muss ich aus dieser Urinunterführung raus, weil hier stinkt so abartig. Bäh. Schauen wir mal, wo wir noch hingehen. Genau, zum Stachus wollte ich noch weiterlaufen. Ich bin jetzt gerade bei der Siemens Hauptzentrale vorbeigekommen, aber auch leider sofort verjagt worden vom Pförtner, weil die haben im Innenhof eine total schöne silberne Skulptur. Die gibt es erst seit ein paar Jahren dort. Die heißt, glaube ich, Flying Wings oder sowas. Total interessant, aber da war kein Foto möglich. Da braucht man eine Fotogenehmigung vom Gebäudemanagement. Danach war ich am Stachus, aber das Haus, was ich da fotografieren wollte, konnte ich nicht fotografieren, weil da eine riesen Baustelle ist. Ah, gut, jetzt bin ich halt mal hier am Marienplatz und jetzt mache ich halt das klassische Foto hier vom Rathaus. Habe die Kamera jetzt schon mal ausgerichtet, schräg nach oben und dann habe ich natürlich auch diese stürzenden Linien hier mit meinem Weitwinkel. Und mache dieses Foto jetzt mal auf Blende 20, belichte 30 Sekunden lang auf ISO 250. Jetzt kommen die Bullen. Ich muss die Maske kurz aufsetzen. Nee, ist nur ein Krankenwagen. Nur ein Krankenwagen. Und jetzt bin ich mal gespannt. 30 Sekunden belichte ich und mache das Bild. Aber am Marienplatz habe ich eigentlich keine Lust, großartig zu fotografieren, weil der Spot ist natürlich echt ausgelutscht. Das einzige Gute ist jetzt in der Nacht, hier sind überhaupt keine Menschen. Bis auf ein paar Typen mit so einer Bluetooth-Box. Geht. Also, Rathaus ist unterbelichtet, aber vorne die Schaufenster, die schauen gut aus. Oh Mann. Jetzt ziehe ich nochmal um mit der Kamera und laufe mal vielleicht davor zum Brunnen. Obwohl, hier habe ich eine ganz interessante Perspektive gefunden. Da wähle ich jetzt aber mal eine ganz kleine Blende. So eine 2,8er oder sowas. Und da muss ich jetzt auch keine 30 Sekunden mehr belichten. Und ich shoote jetzt genau auf die Ecke mal drauf zu und schaue zu, dass ich hier komplett symmetrisch bin. Wähle jetzt hier auch mal eine 2,8er Blende für das Ganze auf ISO 100. Und belichte nur eine Sekunde lang. 3, 2, 1. Bam! Das schaut schon geil aus. Est-ce que tu peux, tu prends une photo avec nous? Wie bitte? Est-ce que tu peux, tu prends une photo avec nous? Ich verstehe dich nicht. Englisch? Ein bisschen, English? Ja. Little. Tu, tu prends, you make a photo avec us. Yeah, if you have your smartphone or handy. Yeah. With your nice camera. Yeah, then go in front of this one and okay. I can make a photo okay. of you. With my camera? Yeah. Come on. Yeah, yeah. Okay. Are you a professional photo shooter? I hope so, yeah. Okay, nice. Okay. Okay, give me some posing, man. Yeah, man. Bam! Nice! Thanks for starting. Thank you very much. Have You're nice welcome. Evening. Bye bye. Ciao. Oh, haben die mich jetzt gelangweilt, die Jungs, aber gut. Jetzt haben sie ihre Gangsterpose gemacht. So, und ich mache jetzt hier mein Bild. Oh Gott. Okay, eine Sekunde lang auf einer 2,8er Blende. ISO 100. Und 3, 2, 1. Bam! Wenigstens mal ein schönes Foto hier. Gut. Jetzt ist da vorne noch dieses Ludwig Beck Haus. Das schaut auch ganz, ganz interessant aus. Die Assis, echt. Oh Mann. Obwohl hochkant von der Seite kommt ja auch richtig fett. Einfach mal 2 Meter mich bewegt.
schaut auch gut aus. Gefällt mir. Bam! Alter, gibt es hier viele gestörte Leute hier in München. Wahnsinn. Hört ihr die schreien? Entschuldigung. Ja? Eine Frage. Was machen Sie, wenn ich frage, wenn ich darf? Ich fotografiere. Was, Video oder? Hä? Video oder? Ich fotografiere und mache ein Video davon. Ach so. Sind Sie YouTuber oder? Ja, ja. Schon für YouTube. Okay. Ja. Dann finde ich was. Ja. Das ist schon interessant. Deswegen habe ich schon gefragt. Ja, Sie können ja mal einen YouTube-Kanal anschauen, wenn Sie Bock haben. Ja, kann ich schon. Klar. Einfach Siegfried Eichhorn. Und ich poste ganz viel über Fotografie in der Nacht. Kannst du das schreiben, oder? Ja, klar, schreibe ich, ja. Siegfried. Gute Nacht, Schatz, steht da. Siegfried und dann Eichhorn. Neuer Abonnent, wie heißt du? Ahmed. Ahmed, ja. Dankeschön fürs Ansprechen. Ja. Bye, bye, ciao. Bam. Cool. Wie lustig, oder? Ahmed spricht mich an und ich habe einen neuen Abonnenten. Yay! So läuft's, ey. Gibt doch auch nette Typen hier, oder? Nicht nur Assis. Alter, was hier abgeht, Wahnsinn. Ist mal was anderes wie am Ammersee, hä? Krass. So, mal schauen, was wir hier aus dem Brunnen noch machen können. Ja, dieser Brunnen ist echt ein tolles Motiv. Ich sehe das Rathaus im Hintergrund. Der Mond ist links über dem Brunnen zu sehen. Mei, da kann ich gute 3 Sekunden auch belichten, dass man das Wasser so schön verschwommen sieht. Das ist ein cooles Bild, glaube ich. Ja, so machen wir das. Autofokus auf den Brunnen. Und bam! Cool, das gefällt mir jetzt eigentlich am besten hier vom Marienplatz. Leute, crazy Nacht war das hier mal wieder. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich muss ins Bett. Morgen früh um 7 Uhr habe ich ein Shooting am Steg, am Wörthsee mit der lieben Jenny. Falls du das siehst, Jenny, ich gehe auch wirklich gleich schlafen. Jetzt haben wir gleich 12 Uhr. Und ja, dann freue ich mich wirklich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Gebt mir gerne ein Like oder lasst einen lieben Kommentar da. Bye bye, euer Sigi. Heute das letzte Mal aus München. Ich will nämlich mal wieder zurück zum See und da unten wieder Fotos machen. Good night.